Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich im Namen der Buchhandlung Moser bei unserer heutigen Buchpräsentation. Das Buch, das wir heute präsentieren, vom Autor Hamed Mohammed, ist jetzt jüngst neu erschienen. Der Autor hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht. Das letzte war Der islamische Faschismus, davor Der Untergang der islamischen Welt und zuvor noch die Autobiografie Mein Abschied vom Himmel, wo er sozusagen sich aus dem Islam verabschiedet. Hamed Abdel Samad, geboren 1972 in der Nähe von Kairo, studierte Englisch, Französisch, Japanisch und Politikwissenschaft, arbeitete für die UNESCO am Lehrstuhl für Islamwissenschaft der Universität Erfurt und am Institut für jüdische Geschichte und Kultur der Universität München. Er war auch Mitglied der Deutschen Islamkonferenz und gilt sicher als einer der profiliertesten islamischen Intellektuellen in Deutschland. Zuallererst, das habe ich jetzt vergessen, verzeihen Sie mir, ich habe Sie wohl sehr herzlich begrüßt, aber natürlich begrüße ich auch alle Zuschauer, die via Livestream von der kleinen Zeitung her zugeschaltet sind und uns zu Hause am PC verfolgen und diese Veranstaltung auch Veranstaltung auf diese Art und Weise sozusagen auch beiwohnen. Ich möchte nur Ihnen zu diesem Thema Folgendes sagen, dass es halt, also zuerst einmal danke für das zahlreiche Kommen. Denn nach den Anzeichen zuvor, die es gegeben hat, muss ich sagen, habe ich gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben ein volles Haus oder es kommt fast gar niemand. Denn es waren so viele Leute, die angefragt haben oder die mit Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen im Hause gesprochen haben und gemeint haben, ich würde ja gerne kommen, aber wir haben zwei Kinder und wenn da eine Bombe explodiert, dann sind die Kinder Waisen. Und man kann aber sehen daran, auch wenn es jetzt das eine oder andere Lächeln dazu gibt, wie groß die Angst davor ist. Und das ist ja angesichts der Ereignisse, die im Rahmen, nicht des Islam, aber im Rahmen des islamistischen Terrors Europa überzogen und stattgefunden haben. Und somit ist es zumindest gelungen, dass man auch hier in den Köpfen eine ordentliche Portion Angst den Menschen einpflanzt. Und das hat die ganze Organisation sehr schwierig gemacht. Ich darf Sie nur beruhigen, es ist heute hier so viel an Polizei anwesend, dass Sie sich wirklich ganz ruhig, entspannt und beschützt fühlen können. Es ist auch mit dem Sprengstoffhund. Und hier mein Dank an diese großartigen Hunderteln der Polizeieinheit, zwei belgische Schäfer, die großartige Arbeit geleistet haben, denn man darf nicht vergessen, das ist für so ein Tier Schwerstarbeit, dass er Sprengstoff aufspürt und deswegen auch zwei Tiere und das war aufgeteilt. Jetzt werden die zwei Hunderteln, wenn sie es hören, nichts sagen dazu, aber trotzdem sollte man, glaube ich, auch die Leistung der Tiere dabei nicht unerwähnt lassen. Warum ist das alles so schwierig und so kompliziert? Und zwar deswegen, weil der Autor Herr Abdel Samad, unter Polizeischutz steht. Warum steht er unter Polizeischutz? Deswegen, weil er in Ägypten im Rahmen eines Vortrages die muslimische Bruderschaft als islamisch-faschistische oder islamistisch-faschistische Vereinigung bezeichnet hat und daraufhin wurde... Und daraufhin wurde eine Fatwa über ihn verhängt und er wurde mit dem Tode bedroht. So, jetzt gab es auch in diesem Zusammenhang viele Leute, die mich anriefen und sagten, warum machen Sie das? Machen Sie doch so etwas nicht. Oder je nach Verhältnis zueinander, ich verstehe dich nicht, dass du so etwas machst, ich würde das gar nicht angreifen, das ist ein heißes Thema, wenn das und das passiert. Ich glaube, Sie können sich gar nicht vorstellen, was Leute sagen und welche Ängste da auftauchen. Und ich bin eigentlich immer bei meiner Haltung geblieben und habe gemeint, wir leben in einer abendländisch-europäischen Gesellschaft, in der die Freiheit des Wortes gerade im Zusammenhang mit dem Buch... sehr lange...
gedauert hat, hart erkämpft wurde. Weil man darf ja nicht vergessen, auch in unseren Landen gab es so etwas wie einen Kirchenbann. Und also man muss man gar nicht zur Proskription ins römische Recht zurückschauen, wo man jemanden verurteilt hat, so hat er es vogelfrei erklärt und dead or alive, bringen sie ihn zurück. Nur, dass das heute im 21. Jahrhundert auch noch existiert, mag jetzt verständlich und erklärbar sein für einen bestimmten Kulturkreis, Raum, Region mit der entsprechenden Geschichte. Aber natürlich ist es so, dass wir hier uns das nicht sagen lassen wollen. Denn ich muss natürlich schon auch sagen, es gab hier auch in unserem Hause, erinnere mich einmal an eine Buchpräsentation, die halt von linker Seite gestört wurde, weil die Toleranz nicht vorhanden war, dass man eben eine Meinung ausdrückt, die denjenigen nicht gepasst hat. Es gibt das immer und insofern muss man eben dabei bleiben und sagen, nein, für die Freiheit des Wortes und schon gar. Und das ist ja nichts anderes, als dass wir ein Buch präsentieren und jetzt von, ich weiß nicht, Sokrates über Platon, über Kant, das berühmte Sapere Aude bis zu Karl Popper rauf. Auf jeden Fall sollte man sozusagen die Kultur des Dialogs pflegen und ich glaube, dass das heute auch eine Gelegenheit ist, so in gewissem Sinne eine Brückenschlagfunktion vorzunehmen. Nicht, dass ich mich da als besonderen Brückenbauer empfinde, aber es ist eigentlich, glaube ich, selbstverständlich, dass man über ein Buch einfach sich unterhalten und austauschen sollte. Und zu diesem Behufe haben wir, da das ja auch eine Veranstaltung der Kleinen Zeitung ist, und muss ich sagen, herzlichen Dank an die Kleine Zeitung auch, eingeladen den offiziellen Sprecher der islamischen Gemeinde in Österreich, der islamischen Glaubensgemeinschaft. Und das ist Herr Diplom-Ingenieur Bajayati. Herr Diplom-Ingenieur Bajayati, danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute hierher zu kommen. Und sozusagen den Gegenpart zu mimen und die muslimische, friedlich-muslimische Position zu verteidigen und darzulegen. Dankeschön. Gell? Ja, darüber hinaus begrüße ich noch einmal Herrn Abdel El Samad, der wirklich sehr viel auf sich genommen hat, dieser gesamte Sicherheitsapparat, wie das alles abgelaufen ist, bis er hier in Graz ist, fliegt von Berlin rein. Man kann sich es eigentlich nicht vorstellen, wenn man es nicht weiß, aber das ist ein sehr kompliziertes und schwieriges Prozedere. Auf jeden Fall, er hat es auf sich genommen, um hier heute vor Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Last but not least begrüße ich die Moderatorin, Frau Magister Monika Schachtner von der Kleinen Zeitung, die für religiöse Fragen in der Redaktion der Kleinen Zeitung zuständig ist. Sie wird das Gespräch heute moderieren. Frau Magister Schachtner, danke dafür, dass Sie gekommen sind, sich bereit erklärt haben, das zu machen. Das Ganze wird ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern. Wir haben hier einen Büchertisch für Sie vorbereitet mit den Büchern des Herrn Abdel Samad. Sie können die Bücher wegnehmen, können dann da hier vorbeigehen, müssen nur ein klein wenig warten, weil wir einen großen Tisch darauf stellen müssen. Das ist auch alles aus sicherheitstechnischen Gründen. Und dann können Sie vorbeigehen und mit dem Herrn Abdel Samad ein paar Worte plaudern. Sie können das Buch signieren lassen. Ich würde Sie nur bitten, dass wir das um einen einigermaßen geordneten Ablauf reinzubringen, so machen, dass Sie vielleicht in dieser Reihe hier raufkommen und dann in dieser Richtung wieder retour gehen. Im Erdgeschoss haben wir eine Kasse eingerichtet, dort können Sie das Buch dann entgeltlich, eine wohlfeile Ausgabe um 20,60 Euro erwerben. So, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine angenehme Veranstaltung, eine sehr interessante. Danke Ihnen nochmals sehr herzlich fürs Kommen, denn nichts ist eigentlich so schön, wie wenn all die Mühen, die man da auf sich nimmt, durch so große Anwesenheit belohnt wird. Danke sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier in der Buchhandlung Moser, der ich auch an dieser Stelle danken möchte für die Gastfreundschaft, dass wir hier den Salon der Kleinen Zeitung durchführen können. Ich möchte Sie alle zu diesem spannenden Abend begrüßen, natürlich auch unsere Zuseher, unsere User, die wir Livestream zugeschaltet sind,
Ich hoffe, dass es für uns alle ein spannender Abend wird, wo wir interessante Fragen diskutieren, wo wir aber sozusagen auch das Motto Dialog über unsere Diskussion, über unser Gespräch stellen und ganz einfach die unterschiedlichen Positionen versuchen, besser herauszuarbeiten und besser sozusagen zu begreifen. Damit möchte ich gleich mit Ihnen anfangen und mit einer pointierten Frage, und zwar: Der Islam, ist das für Sie eine Religion des Friedens oder ist der Islam eine Religion des Krieges? Beides. Aus dem Islam kann man selbstverständlich viel Potenzial für Frieden herauslesen. Aber auch viel Potenzial für Gewalt und Ausgrenzung, denn der Islam ist über einen langen Zeitraum entstanden. Es gab auch zwei Phasen im Leben des Propheten. In den ersten 13 Jahren, das beschreibe ich ausführlich im Buch, hat er eine friedliche Botschaft gepredigt. Das war in Mekka? Es war in Mekka. Er hat Toleranz, Zusammenleben, Geduld und er hat sogar seinen Anhänger empfohlen, auf Gewalt nicht mit Gewalt zu antworten. Und diese Passagen aus der mekkanischen Zeit sind im Koran. Und das lesen Muslime. Und viele interpretieren das alles eine friedliche Botschaft. Danach gab es aber eine Auswanderung von Mekka nach Medina. Mohammed hatte dort eine Gemeinschaft gegründet und eine Armee und eine Ökonomie, die auf Krieg basiert war. Er und seine Kämpfer in Mekka hatten keinen Job, in Medina hatten keinen Job, außer Kriege zu führen und von Kriegsbeute zu leben, von Überfallen von Karawanen zu leben. Und er verwickelte sich in diese Logik. Am Anfang hatte er eine Kriegsethik entwickelt, die in der Tat für die damaligen Verhältnisse sehr angenehm war. Er hat seinen Anhängern am Anfang gesagt, sie sollten keine Kinder töten, sie sollten keine Frauen töten, sie sollten keine Älteren töten, sie sollten sogar keine Bäume abschneiden und nicht über Nacht Menschen überfallen. Aber dann, als der Krieg Raison d'être oder Herzstück seiner Gemeinschaft wurde, spielten diese Grundsätze keine Rolle mehr. Früher hatte er empfohlen, Kriegsgefangene gut zu behandeln, später ließ er sogar Kriegsgefangene enthaupten. Und das ist das Problem, dass man aus dem Koran alles herauslesen kann, dass die Salafisten und die Terroristen und die gewaltbereiten Islamisten berufen sich auf die zweite Phase und sagen, das ist eigentlich das endgültige Manifest des Islam, wenn der Prophet sein Leben damit beendet hatte, dass er auf dem Schlachtfeld Kriegsbeute gemacht hat und von Kriegsbeute auch gelebt hat, dann muss es der wahre Islam sein. Mhm. Herr Bagashati, Sie schütteln den Kopf. Bitte erklären Sie uns Ihre Position oder wie Sie eben diese beiden Phasen in Mohammeds Leben sehen. Sehr gerne. Zuerst einen schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Assalamu alaikum. Friede sei mit euch und mit uns allen. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen. Das sind die Wörter, die jeder Muslim und jede Muslimin ihr Tag anfängt und mehrmals, mindestens 17 Mal am Tag auch wiederholt. Das heißt, die Barmherzigkeit und Frieden ist kein Thema, die ein Zufallprinzip im Islam war und kein Thema, die nur die mekkanische Zeit betrifft. Und hier fange ich an, da wir in einer Buchdiskussion uns befinden, auch meine Hauptkritik an dem Buch. Der Herr Abdussamad zählt darauf leider, dass die meisten sich nicht die Mühe machen werden, den gesamten Koran zu lesen und mekkanisch und medinesisch zu unterscheiden. Die als Beispiel, die Aussage, die wir immer verwenden, wir österreichische Muslime, aber auch weltweit, in Sachen interreligiösen Dialog. Ja, ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Ich übersetze, o ihr Menschen,
Wir haben euch von Mann und Frau erschaffen und vor verschiedenen Völkern gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Dieser Paradesatz, Paradevers, steht nicht im mekkanischen Koran, sondern in Surat al-Hujurat, in Gemächer, im medinesischen Koran. Viele andere, la ikraha fi din, kein Zwang in der Religion, ist in der zweiten Sura, im medinesischen Koran, in Medina. Das heißt, und auch ich würde Sie bitten, auch viele Musliminnen und Muslime, gehen Sie nach Hause, nehmen Sie ein Koran in der Hand und schalten Sie aus die Bezeichnung, ob in Medina oder in Mekka, und lesen Sie es. Und ich gehe jede Wette ein, dass die meisten nicht unterscheiden können, welche ist in Medina und welche ist in Mekka offenbart. Das ist immer der Fehler, den man macht, dann sagt, in Mekka ist es friedlich und in Medina ist es gewalttätig. Nein, das war ein Fehler. Das heißt, nehmen Sie zur Kenntnis. Nein. Ich schreibe im Buch ganz genau. Ich habe das Buch gelesen. Ja, es gibt die erste medinensische Phase, wo er den Juden gegenüber ein bisschen freundlich war, und genau diese Passagen. Kein Zwang in der Religion. Das war im Jahr 2 in Medina, als er in der Hochzeitsphase mit den Juden war und ihre Nähe suchte. Als die Juden seine Botschaft nicht akzeptiert haben, dann war Schluss. Und genau das ist mein Problem mit Ihnen. Darf ich mein Argument bitte, zu Ende? Bitte, aber führen? Nur genau. Das einen. Genau. Ja, bitte. Dann muss ich dazu kommen. Ja. Natürlich kam Mohammed in der ersten medinensischen Phase nicht gleich mit einer Armee dabei, sondern er kam mit 150 Migranten, die erstmal in Medina aufgenommen werden. Und die Juden, es gab 3 Stämmen dort, und Mohammed wollte, dass mit ihnen natürlich, dass sie ihn unterstützen. Prinzip. Nur ganz kurz. Darf ich mein Argument zu Ende führen? Ich darf kurz einhaken. Und zwar, mich würde nämlich noch etwas anderes interessieren. Und zwar ein Argument, das Sie jetzt sozusagen vorher aufs Tapet gebracht haben. Es gibt aber Gruppen, die sozusagen sich auf diese gewaltbereiten Suren berufen. Können Sie uns das erklären? Nein, Sie können nur sehr ich muss mein Argument zu Ende führen, dann können Sie das weitermachen. Ja, ich wollte das erklären. Ja. Es gibt eine erste medinensische Phase, wo er den Juden gegenüber freundlich war, als sie ihn abgelehnt haben. Da war es auch Schluss mit, es gibt keinen Zwang in der Religion. Es gab danach aber andere Passagen, die heißt, und Allah hat seine Religion der Wahrheit seinem Gesandten geschickt, damit sie über alle Religionen siegen. Das gehört zu der späteren medinensischen Phase. Und die Juden von Medina wurden entweder vertrieben oder hingerichtet, enthauptet. Dann erzählen Sie mir nichts von keinem Zwang in der Religion. Ich glaube, Sie sind, also sozusagen nicht nur ich glaube, sondern ich bin davon überzeugt, dass Sie beide sich sehr intensiv mit dem Koran beschäftigt haben. Ich glaube, wir haben aber heute sehr viele Zuhörer da, die sich nicht so intensiv beschäftigt haben und wo ich Sie ganz einfach bitte, gewisse Dinge zu erläutern. Weil jetzt die Unterscheidung zwischen mekkanisch-medinisch, die haben wir jetzt angetippt. Ich möchte schon festhalten, der Koran ist für die Muslime eine Einheit. Ja. Der mekkanische Zeit ist verpflichtend für alle Zeiten der Muslime und ist in keinster Weise aufgehoben, weder praktisch noch theologisch noch gesellschaftlich, gestern und heute. Gut, ich würde sozusagen als nächste Frage trotzdem gern sozusagen bei dem bleiben, was ich Sie vorher gefragt habe. Ich antworte auf Ihre Frage jetzt. Bitte gerne. Natürlich gibt es Gruppierungen, die Gewalt sehen im Islam und die terroristische Aktionen betreiben. Das habe ich nicht. Ich komme selber bitte aus Damaskus, aus Syrien. Ich bin täglich in Kontakt mit Raqqa, die Hauptstadt des sogenannten unsäglichen und terroristischen IS. Das Problem ist hier heute, dass der Herr Abdussamad genau den Islam und den Koran von Brille von IS und von salafistisch-jihadistisch, der Dschihad muss man dann extra erklären, sieht. Und hier ist das Problem, dass hier haben wir kein wissenschaftliches Buch, sondern eine Meinung einer Person, die verbreitet wird in Form eines Buches. Ich nehme es zur Kenntnis, aber es ist keine Wissenschaft. Herr Bagashati, ich muss noch einmal nachhaken, weil mich ganz einfach diese Frage interessieren würde. Warum ist das aber so? Ich
sage jetzt einmal die IS-Kämpfer, aber wir hören das auch von Boko Haram. Ja, von sehr gerne. Warum ist das so, dass sozusagen die sich auf diese gewaltbereiten Verse im Koran beziehen? Und vor allem auch, was könnte man denn dagegen tun? Oder gibt es da... Ganz genau. Bitte können Sie uns das erklären. Was man dagegen tut, ist mit aller Klarheit, bedingungslos und ohne Probleme diese Leute bekämpfen. Und zwar mit allen Mitteln. Und wenn ich alle Mitteln sage, meine ich, was ich sage. Diese Leute gehören bekämpft. Und es ist nicht nur Aufgabe der Muslime, diese zu bekämpfen, weil die zuerst Muslime umbringen, aber auch viele andere Unschuldige. In diesem Sinne, wir Muslime schämen uns nicht für unsere Religion. Wir können jederzeit mit jeder Ausrichtung diskutieren. Wir haben heute keinen einzigen Gelehrten in der gesamten islamischen Welt, von Indonesien bis Mauretanien, die diese Taten auch gerechtfertigt. Allerdings, ja, und da betreibe ich sehr gerne innermuslimische Kritik. Ich brauche nicht den Herrn Abdus Samad, um innermuslimische Kritik vorzutragen. Ja, es wurde lange geschwiegen für Ausrichtungen, die immer wieder extremistische Positionen genommen haben, zuerst in der Theorie und nachher von dieser Theorie in der Tat umgesetzt. Und hier, ja, wir Muslime sind aufgerufen, in Österreich machen wir es, ich mache meine Videobotschaften auch auf Arabisch für die gesamte Welt. Ja, Extremismus zu bekämpfen ist eine Aufgabe der Muslime, ohne ihre Religion ändern zu müssen und ohne sich von irgendetwas zu distanzieren, Herr Hamid Abdus Samad. Dankeschön. Entschuldigung, aber das ist unser Gast, ja? Der präsentiert sein Buch. Ich auch bin Ihr Gast. Wir haben uns auf dieser Form geeinigt, dass es eine Diskussion sein wird. Und ich finde es großartig, dass Herr Bagajati auch seinen Standpunkt auch erklären kann. Das ist ja der Sinn der Sache, dass man in den Dialog kommt und über die Probleme ehrlich spricht. Ich bin schockiert, wenn Sie sagen, ohne irgendetwas ändern zu müssen und ohne uns von irgendetwas distanzieren zu müssen. Das ist genau der Beginn. Der Religion. Darf ich dann jetzt, dann Sie haben, glaube ich... Ich glaube, hier beginnt das Problem. Hier beginnt das Problem. Bitte beruhigen Sie sich. Liebe Leute, wir kriegen das schon hin. Es ist ein emotionales Thema. Es ist ein emotionales Thema und wir sind alle betroffen und wir kriegen das schon hin. Wir müssen miteinander reden und wir müssen nicht einer Meinung sein. Also wir hören uns jetzt einmal an, was Sie dazu zu sagen haben, zu dem, was der Herr Bagajati gesagt hat. Das ist genau der Punkt, wo wir uns unterscheiden. Herr Bagajati und die Bewegung, die er vertritt und viele konservative Muslime sagen, wir müssen gar nichts an unserer Religion ändern, wir müssen nur den Leuten die wahre Religion des Islam erklären und somit können wir die Gewalt beseitigen. Das ist irreführend und das wird nie passieren, denn auch die Religion, ihre Texte, nicht nur das, sondern die Haltung gegenüber diesen Texten ist das Hauptproblem. Nicht nur das, was Mohammed vor 1400 Jahren getan oder gesagt hat, ist das Problem, sondern dass die Mehrheit der Muslime Mohammed heute im 21. Jahrhundert als religiöses, moralisches und politisches Vorbild und er selber hatte diesen Anspruch. Der Koran hat auch diesen Anspruch und verlangt von Muslimen, Mohammed als Vorbild zu nehmen. Und wenn junge Muslime die Texte lesen und parallel dazu die Texte der Gewalt, insgesamt im Koran 206 Passagen, die Kriegsverherrlichen, die Ungläubige verdammen, die für Verstümmelung und Körperstrafen sind, die für den
Todeskult, Märtyrerkult anstehen und kein einziges Mal für das Leben. Ein Vers über das Leben selbst, das Leben ist immer negativ besetzt im Koran. Deshalb ist es, wenn die Muslime, junge Muslime das lesen und gleichzeitig lesen sie, dass sie sich den Propheten als Vorbild nehmen, dann beginnt die Gewalt, dann beginnen die Probleme. Dann stellen sie sich fest, dass der Prophet gleichzeitig mit 9 Frauen verheiratet war. Dann stellen sie sich fest, dass er Ungläubige und enthaupten ließ. Dann stellen sie sich fest, dass er von Kriegsbeute gelebt hatte. Die Kombination macht es. Was Mohammed getan hat, was im Koran geschrieben ist und die Tatsache, dass Muslime nach wie vor auf seine Unantastbarkeit beharren. Und mein Buch ist ein Versuch, diese Unantastbarkeit anzugreifen. Es ist längst überfällig. Herr Bagashati, ich gebe Ihnen später die Möglichkeit zu antworten. Herr Abdel Samad, ich habe aber an Sie noch eine Frage. Beobachter gehen ja aber davon aus, dass wir es, wenn es jetzt um den IS geht, aber auch Boko Haram oder die Taliban in Afghanistan, nicht, jedenfalls nicht nur, wenn überhaupt von einem religiösen Phänomen sprechen können, da geht es auch um Politik und um sozioökonomische Bedingungen. Also dass man sozusagen das nicht so eindimensional sagen kann, sondern dass man da auch berücksichtigen muss, dass ja sozusagen im Nahen Osten in den letzten Jahrzehnten da sehr viel auch schiefgegangen ist, im Mittleren Osten auch, dass natürlich sozusagen die Lebensverhältnisse der Muslime dort teilweise wirklich prekär sind und dass das alles auch dazu beigetragen hat, dass wir solche Situationen vorfinden, wie eben jetzt in Syrien, im Irak. Was sagen Sie dazu? Können Sie das sozusagen aus Ihrer Sicht beleuchten? Ich bin in erster Linie Politologe und natürlich, ja, jedes Phänomen hat mehrere Gründe. Und diese Gründe führen dazu, dass zu einem Radikalisierungsprozess und zu Gewalt. Aber jeder Gewalt, wenn er in Gruppen stattfindet, braucht eine Ideologie. Natürlich gab es auch in Deutschland nach der Wirtschaftskrise von 1929 auch Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise und Jugend, die frustriert war. Aber es war die Ideologie des Nationalsozialismus, die diese Misere über Europa gebracht hat und nicht nur Armut und nicht Wirtschaftskrise, denn die Wirtschaftskrise gab es auch anderswo in Europa. Auch Armut gibt es überall in Südamerika und in Asien. Warum sind das nur Muslime, die Menschen enthaupten? Da sollte man sich fragen, weil Mohammed Menschen enthaupten ließ. Das ist einfach der Grund. Und es stimmt nicht, dass nur Armut die Menschen in den Terrorismus treibt. Schauen wir mal, woher die meisten Terroristen kommen. Die meisten Terroristen kommen aus Saudi-Arabien, aus Tunesien, da wo aus der Mittelschicht von Tunesien und aus Marokko und aus Deutschland und Österreich, wo keine Kriege und kein Elend gibt. Das ist, und wir werden unter den Terroristen eine Mischung finden. Es gibt auch Arme, es gibt Ungebildete, aber es gibt auch Leute, die Universitätsprofessoren sind. Der Gründer des IS ist ein promovierter Islamwissenschaftler. Dann können Sie nicht kommen und sagen, Sie haben von Islam keine Ahnung. Sie haben mehr Islam, vom Islam mehr Ahnung als Sie, Herr Bagashati. Sie haben jetzt meine nächste Frage aufgelegt. Das frage ich Sie noch. Ich habe Sie im Blick. Und zwar, ich wollte Sie fragen, weil Sie das jetzt angesprochen haben, von wegen jungen Menschen, die aus Deutschland und Österreich eben zu IS gehen, da frage ich Sie, aber ist das nicht unsere Schuld, also die Schuld Mitteleuropas, dass wir diese Leute nicht genug integrieren? Oder meinen Sie, dass es sozusagen das Elternhaus ist, das schuld ist? Wie sehen Sie das? Es wäre unsere Schuld, wenn auch junge Vietnamesen nach Vietnam gehen und Bombenanschläge veranstalten, junge Ukrainer in die Ukraine gehen und dort Menschen enthaupten. Es sind nur Muslime. Deshalb, natürlich kann man über Integration sprechen. Natürlich kann man über Diskriminierung sprechen. Das sind aber Phänomene, die nicht automatisch zum Terrorismus führen. Die führen zu Desintegration. Das ist eine völlig andere Geschichte. Es gibt nicht nur Muslime als Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich und Deutschland. Es gibt eine Menge Vietnamesen, Afrikaner, die
sogar mehr Diskriminierung ausgesetzt sind, die auch nicht auffallen auf der Straße, gewalttätig und so weiter, und trotzdem werden sie diskriminiert und trotzdem wird aus ihnen nicht Terrorismus, es ist die Ideologie. Und solange wir die Krankheit nicht richtig benennen, solange wir nicht die richtige Diagnose machen, dann drehen wir uns darum, dann verflüchtigen wir uns und verstecken wir uns hinter apologetischen Aussagen wie die von Herrn Bagajati und kommen nicht weiter. Nein, wenn wir sagen, der IS habe mit dem Islam nichts zu tun, dann ist das nicht nur falsch und irreführend, sondern gefährlich. Denn das würde bedeuten, wir können den Islam so weiter wie bisher an Schulen unterrichten, genau die gleichen Passagen aus dem Koran so beleuchten, genauso wie die Biografie des Propheten kritiklos weiter unterrichten, und das züchtet neue Terroristen. So, Herr Bagajati, da hat es jetzt einige Antworten gegeben, von denen ich glaube, dass Sie da eine andere Sicht darauf haben. Bitte sehr. Vielen Dank, und jetzt glaube ich, haben Sie auch Ihr Gast. Ich bin auch Ihr Gast heute, und in Demokratie reden beide Gäste. Und ich bitte Sie jetzt, meine Ausführungen zu hören. Das Leben im Islam ist das höchste Wert des Islam und der Religionen ist das Leben. In Maqasid des Scharia, also die Ziele der Religion, ist ein Nefis, das Leben, ganz oben geschrieben. وَلَا تَقْتُرُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّبَ اللَّهِ. Nicht töten das Leben. Und das ist sehr wichtig festzuhalten, dass hier wir Sachen hören, die im Islam sich nicht wiederfinden. Ich habe es auch nicht gesagt, bitte Sie, ich bitte um Höflichkeit, weil Sie haben selber von Höflichkeit und Demokratie gesprochen. Ich bitte Sie, so höflich zu sein und so demokratisch, dass Sie mich bis zum Ende hören. Ich schließe mir diese Bitte an. Bitte lassen Sie ihn ausreden. Ich bin in der Lage, auch danach zu antworten. Bitte. Vielen Dank. Und da brauchen wir selbstverständlich innermuslimische Aufklärung, auch für die jungen Leute, die extremistischen Weg nehmen. Auch Sicherheitsmaßnahmen gegen irgendwelche sogenannte Imame, die eine falsche Lehre da verbreiten. Nur es gibt Versuche, eine innermuslimische Aufklärung muss von innen kommen, von den Muslimen kommen, was wir auch durchgehend eigentlich betreiben und nachweislich vorlegen. Was das Buch da betrifft, ist keine innermuslimische Aufklärungsarbeit, sondern eine außermuslimische Verwirrung und Desinformation. Das ist mein Problem mit diesem Buch. Und das Buch hat eine einzige richtige Sache, ist es, dass das heißt Abrechnung. Eine Person, die sich abrechnet mit einer anderen Person und sagt, es ist im Islam unantastbar. Auch das stimmt nicht. Sie meinen, Herr Abdussamad, dass Sie öfter Islamunterricht als junger Mann besucht haben. Ich bin etwas ein paar Jahre älter als Sie, aber es wird in der gleichen Epoche sein, 70er und 80er Jahre, wo wir gemeinsam in den Moscheen, Sie in Ägypten, ich in Syrien gegangen sind. In jeder zehnjährigen Kind weiß von allfällige persönliche Schwächen des Propheten. Es wurde im Islam, sogar im Koran festgehalten, dass hier sehr viele Schwäche als Person auch gegeben hat. Zum Beispiel, dass Allah hat dir geholfen, du warst unwissend, Allah hat dir Wissen gebracht, du warst schwach, Allah hat dich gestärkt. Andere Sachen, zum Beispiel die auch banale Geschichten, zum Beispiel der Prophet hat einmal eine falsche Empfehlung bezüglich Dattelwirtschaft gemacht. Die Leute haben ihn gefragt, Prophet, ist das Wort Gottes oder ist es deine Meinung? Er hat gesagt, nein, das ist meine Meinung. Und dann haben die gesagt, das ist falsch. Das heißt, der Islam lehrt uns ja, den Propheten und diese Gestalt als Mensch zu sehen. Und das ist eigentlich die Sache, die am meisten faszinierend ist in unserer Religion. Und hier
ist die Unantastbarkeit eigentlich schon immer gegeben, dass der Mensch, der Prophet, ist ein Mensch wie du und ich mit einer göttlichen Botschaft, die ja, ich habe nicht gesagt, IS hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich habe gesagt, dieser Irrweg, der sich auf den Islam beruft, ist ein falscher Weg und wir Muslime können das begegnen, theologisch, argumentativ und auch wissenschaftlich. Dafür brauche ich keine Abrechnung mit meinem Prophet. Allerdings, sehr wohl kann man über alles diskutieren. Wir reden zum Beispiel über die Sira, über Geschichtsschreibung des Propheten. Die wurde in der Tat 200 Jahre nach dem Prophet geschrieben. Selbstverständlich gibt es jede Menge in Hülle und Fülle von Sachen, die hinterfragbar sind und auch widerlegbar sind. Und die Sira, also Geschichte des Propheten, bildet auch nicht eine theologische Quelle für Entnahme von Regen. Und in diesem Sinne ist es sehr wichtig, das immer wieder zu betonen, dass hier der Versuch unternommen wird von unserem Autor heute, falsche Tatsachen als Gegebenheiten zu geben und drauf zu bauen. Das ist wie ein Haus ohne Fundamente, was dieses Buch betrifft. Also falsche Tatsachen kann es gar nicht geben. Eine Nachfrage habe ich noch zu dem, was Sie gesagt haben. Und zwar, Sie sagen eben, dass innerislamischer Dialog wichtig ist. Man hat das Gefühl, dass der aber sozusagen sehr dringend notwendig ist, im Sinne von, dass die Probleme immer mehr werden. Was sagen Sie dazu? Also im Sinne von, wie kann man das lösen? Ich glaube, dass es in Österreich Bestrebungen gibt von den Muslimen, dass man mit den Jugendlichen arbeitet und so weiter und so fort. Ja. Aber nehmen wir wieder sozusagen die fundamentalistischen Gruppen her. Da würden wir rasch eine Lösung brauchen. Wie können wir das angehen? Mehrere Ebenen. Das erste Ebene ist Mut der Auseinandersetzung und keine Angst zu haben, halbherzig mit solchen Ideologien umzugehen. Da muss man stark und klar und eindeutig Klartext reden, dass jegliche Gewaltverherrlichung, jegliche Rechtfertigung von Töten von Menschen ist islamisch gesehen verpönt und jeder, der das nicht sagt, hat nicht nur von uns als ein fehlerhaften Verhalten zu sehen, sondern mit aller Klarheit klar und deutlich verurteilen und von ihm loslassen. Wir als Muslime müssen uns loslassen, und das machen wir, von jeglichem gewaltverherrlichende Ideologie, die sich gegebenenfalls auf den Islam einberuft. Und hier gibt es Mengen, und da der Herr Hamid Abdussamad Arabisch kann Dutzende bis Hunderte Gelehrten, die tagtäglich diesen friedlichen Weg predigen, und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, das verbreiten, und wir haben es auch mit Erfolg gemacht, dass viele Leute, die ansonsten auch kämpferisch sein wollten, aufgefangen wurden. Sie wurden durch unsere Arbeit, durch richtige islamische Aufklärung aufgefangen und nicht durch solche Bücher. Solche Bücher machen genau den gleichen Fehler der Extremisten, der IS und der extremistisch-salafistische Richtung. Herr Abdel Samad, jetzt ist es an Ihnen, sozusagen Ihre Sicht der Dinge darzulegen. Wäre nicht ein innermuslimischer Dialog angebracht oder glauben Sie, dass das nicht ausreichend ist? Also unter Ehrlichkeit in Selbstkritik verstehe ich ganz was anders. Mhm. Ehrlichkeit würde bedeuten, ich würde die Quelle des Hasses erkennen und thematisieren. Und die Quelle des Hasses ist in den religiösen Texten, die unumstritten sind für alle Muslime. Wie ich bereits gesagt habe, es gibt 206 Gewaltpassagen im Koran und es gibt
mehrere hunderte von Hadithen, von Aussagen von Mohammed, außer koranischen Aussagen, die das bestätigen. Und der Werdegang des Propheten selbst bezeugt von einer Radikalisierung, von einer Gewalt. Der Islam als eine Religion ist nicht gekommen, um Teil von Österreich zu werden. Der Islam ist geboren, um über die Welt zu herrschen. Als letzte Botschaft, dieser Anspruch, Muslime müssen lossagen von diesem Anspruch, die letzte Botschaft Gottes empfangen zu haben und damit auch einen politischen Auftrag mit sich aufgenommen zu haben. Das sind die Probleme. Aber wer soll das konkret sein? Jetzt wissen wir gerade im sunnitischen Islam, dass es da ja nichts Vergleichbares gibt, wie ich sage einmal, mit dem katholischen Papst. Also welches Organ, von wem würden Sie denn das fordern, dass diese Person sagt, nein, also sozusagen wir wollen Österreich nicht, ich sage einmal, erobern unter Anführungszeichen, sondern wir wollen hier als normale Bürger leben und uns sozusagen integrieren. Wer soll das sein? Wer könnte das sein? Es gibt zumindest im sunnitischen Islam keine zentrale Organisation. Es gibt zwar die Al-Azhar-Universität als ein theologisches Zentrum, aber das ist was anders als Vatikan. Genau. Ich habe mir erhofft, dass mindestens von muslimischen Intellektuellen im Westen, die in Frieden und Wohlstand leben oder aufgewachsen sind, dass sie den Mut haben, diesen Schritt zu gehen. Aber im Gegenteil, ich sehe mehr Apologetik von muslimischer Seite in Europa. Ich sehe mehr Mut von Muslimen in Ägypten und in Libanon und in Marokko, die unter Einsatz ihres Lebens versuchen, diese Texte anzugreifen, diese Interpretationen zu verändern, und sie gehen ins Gefängnis und wir sitzen hier in Frieden im Elfenbeinturm der Migration, der Diaspora und behaupten, Islam ist die Religion des Friedens. Es kann niemals Reform geben durch Beschönigung und indem wir die Probleme unter den Teppich kehren. Der Islam hat ernsthafte Probleme mit sich selbst und die muslimische Diaspora hat sich sehr lange damit beschäftigt, das Image des Islam aufzupolieren, statt die Krankheiten des Islam zu diagnostizieren und zu heilen. Herr Bagashati, stimmt das? Es ist sehr wichtig, jetzt zu beantworten, damit wir im Dialog wirklich kommen. Der Herr Abdussamad sagt, im Koran, im Islam ist es Absolutheitsanspruch. Aber der Koran sagt, wir haben ja euch von mehreren Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der Islam sagt und der Koran sagt, wetteifert in den guten Taten. Der Islam sagt und der Koran sagt, ihr werdet, also du Prophet, die Person von ihrem Sira, von ihrem Buch, du Prophet, auch dann, wenn du es wolltest, wirst du nicht die gesamte Welt muslimisch machen können und auch nicht sollen. Das heißt, Pluralismus im Islam, dass die eine Meinung und die andere gibt, die an Islam glauben, die an Islam auch nicht glauben, andere Religionen, andere Ansichten, ist gegeben im Islam. Und hier ist es auch gefährliche Aussagen, wenn Sie, Herr Hamid Abdussamad, herkommen und sagen, der Islam ist nicht gekommen, um in Österreich zu leben, als Bürger. Selbstverständlich sind wir hier als Bürger dieses Landes. Wie alles Mensch, mit, ja, aber nicht mit der Islam. Als Muslime und der Islam als eine anerkannte Religion dieses Staates und als Körperschaft des öffentlichen Rechtes, jawohl, wir sind Bürger dieses Landes mit allen Pflichten und auch Rechten. Und zwar ohne Abstriche, das ist wirklich zu sagen. Und es gibt keinerlei Inkompatibilität oder Widersprüche zwischen Muslim sein und Europäer sein. Daher, ja, selbstverständlich, nehmen Sie es bitte zur Kenntnis, dass hier, die hier im Saal, viele Jugendliche, die da muslimisch sind, Frauen und Männer, junge Leute, selbstverständlich sehen sie sich als Österreicher, als Staatsbürger, genauso wie Sie, mit gleichen Rechten und Pflichten. Und Sie können nicht Ihnen das strittig machen. Ich muss dazu... Moment, ich unterstütze ihn. Bitte, gerne, bitte. Bitte beruhigen Sie sich. Jetzt, ich glaube, der Herr Abdel-Samad würde gerne etwas dazu sagen. Entschuldigen Sie, darf ich Herr Bagajati für einen Moment verteidigen? Moment.
Nein, ich glaube, ja. Eigentlich, dass es ihnen beiden um das Gleiche eigentlich geht, dass sie sich nur einer verschiedenen Sprache, ja, bedienen. Ja, deshalb wollte ich. Beide reden von den gleichen Dingen, ja, aber sie bedienen sich eher, Herr Abdelsamad, einer radikaleren Sprache, die ich total verstehen kann. Man muss seine eigenen Wurzeln kritisieren, um eine Reform einzuleiten. Das hat er selber gesagt. Und Sie reden eigentlich. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Wären Sie bitte so nett und würden Sie nicht dazwischenrufen. Das gilt auch bitte für alle anderen. Ich weiß schon, wenn die Emotion hochkommt und überquillt, dann verschafft sie sich da irgendwie Raum. Per Verbum, aber trotzdem bitte müssen wir akzeptieren, und es ist auch so geplant, dass die beiden Herren miteinander diskutieren. Und da würde ich auch bitten, ja, ich weiß schon. Sie wollten nur darauf hinweisen, wissen Sie, wenn jeder nur darauf hinweisen will, dann leben wir nur mehr von den Hinweisen aus dem Publikum. Also. Herr Bagashati, Sie sind uns noch eine Antwort schuldig geblieben, die Sie nämlich aufs Tapet gebracht haben, und zwar. Darf ich dann nur zu diesem Punkt, damit wir nicht immer sprengen. Es ist selbstverständlich, dass es überhaupt keinen Widerspruch gibt zwischen Muslim sein und österreichisch sein. Ich kenne viele muslimische Österreicher, die anständige Bürger sind, die Europäer sind, und wir sollten diese Selbstverständlichkeit nicht immer wieder diskutieren. Mein Problem, wenn ich sage, Islam und Demokratie sind nicht miteinander vereinbar, dann verunglimpfe ich nicht diese muslimischen Europäer, die es gibt, die ja natürlich viele andere Identitätsschichten neben dem Islam auch zugelassen haben. Sie sind Menschen in allererster Linie. Sie sind in der Zivilisation herangewachsen. Sie sind pragmatisch. Sie sind menschlich. Sie haben auch christliche und atheistische Freunde. Das ist ganz was anderes. Aber der Islam an sich und die Scharia, die sie auch oft in den Mund nehmen, die sind nicht gekommen, um Teil einer anderen Weltordnung oder Gesellschaftsordnung zu sein. Der Islam und die Scharia sind gekommen mit dem Anspruch, dass Gott der Gesetzgeber ist und nicht der Mensch. Allein das disqualifiziert diese Aussage, dass der Islam Teil von Deutschland oder von Österreich ist. Muslime können bestimmte Teile ihrer Religion, und hier kommen wir zur Sache. Der Islam besteht aus mehreren Aspekten und Teilen. Der Islam hat eine spirituelle Seite, die ich persönlich sehr angenehm finde. Und ich beobachte das bei vielen. Meine gesamte Familie ist gläubig. Mein Bekannteskreis, Freundeskreis in Ägypten und in Deutschland sind Muslime, auch zum Teil gläubige Muslime. An sich, die Spiritualität des Islam ist nicht das Problem. An sich ist die Soziallehre des Islam ist nicht das Problem. Das ist sogar etwas, was wichtig ist für die Gesellschaft. Aber der Islam hat eine juristische, politische Seite, die extrem veraltet ist, die die Welt in Gläubige und Ungläubige aufteilt, die Muslime mit Hass einimpft gegen Ungläubige, die die Welt erobern will, die gekommen ist, um die Welt zu beherrschen. Und Muslime müssen sich von dieser Seite trennen, um ihre Spiritualität zu retten, um ihre Religion zu retten. Erst dann kann dieser. So, Herr Bagashati, jetzt sind tatsächlich Sie am Wort. Ich glaube, obwohl ich mit dem Buch jetzt nicht einverstanden bin, aber genau diese Sätze kann ich einen Teil davon schon abgewinnen und kann ich auch jetzt mitteilen. Zum Beispiel vorgestern ist mein erstes Buch auf Arabisch rausgekommen aus im Libanon und heißt Islam Bila Aswar, Islam ohne Fesseln und ohne Gedankenfreiheit im Islam. Genau in diesem Buch, in meinem Buch, wo anders nicht jemanden bedienen will, sondern eine innermuslimische Aufklärung betreibe, habe ich entschieden, die erste Ausgabe auf Arabisch zu publizieren, damit es ganz klar einen innermuslimischen Diskurs gibt. Und hier gibt es drinnen genau die theologische Abhandlung, warum Demokratie und Islam kompatibel sind. Warum wir als Muslime auch einiges Kritisches, was die Bücher zum Beispiel der Sira, das Leben des Propheten, hinterleuchten sollen. Wie können wir auch mit dem Hadith
neuen Umgang betreiben und wie können wir auch mit vielen Texten im Koran auch umgehen. Das heißt vom Prinzip her, ja, der Koran ist aus muslimischer Sicht das ewige Wort Gottes. Noch lange ist es nicht für alle geklärt und noch lange ist es nicht für alle erklärt. Und hier ist es sehr wichtig, weiter zu forschen, weiter zu arbeiten, dran zu bleiben. Und da ist es sehr viel getan. Und hier aber noch einmal der Islam. Dies ist eine sehr gefährliche Aussage, Herr Abdussamad. Wenn Sie sagen, der Islam ist nicht ein Teil Österreich, habe ich ein großes Problem damit. Wenn Sie hier in einem intellektuellen Forum das sagen oder in der Universität, mag das unter Meinungsfreiheit laufen oder auch Sachen in Ihrem Buch, die nichts mit der Wissenschaft zu tun haben, wie der Prophet Mohammed und der 40.000 Räuber oder der Vergleich Islam als Weltreligion mit der Mafia. Solche Sachen, wenn Sie bei Alternative für Deutschland das verbreiten, wenn Sie eingeladen werden, jeden zweiten Tag. Ich glaube, das verstehen jetzt unsere Zuhörer da, nicht, was Alternative für Deutschland ist. Nur ganz kurz. Je nachdem, wenn solche Ansichten verbreitet werden in eine rechtsextreme bis Nazi-Nähe Richtung und als Verherrlichung. So, ich glaube, das sollen wir mal erklären. Also es geht da jetzt um eine Fernsehshow. Alternative für Deutschland ist eine rechtsextremistische Bewegung und Partei in Deutschland. So. Und hier habe ich... Aber ich sage, was hierher gehört, ist, dass solche Diskussionen dürfen nicht auf Rücken von Minderheiten in Foren, wie heute habe ich ja gesagt, habe ich die Einladung auch angenommen und sitze ich sehr gerne hier, um mit Herrn Abdussamad zu diskutieren. So, allerdings ist der Appell an intellektuelle, kritische Leute, nicht sich für ein Werkzeug für Rechtsextreme zu machen. So, nichts Herr Abdussamad, Sie haben da sicher eine Begründung, zu welchen Shows Sie gehen und wo Sie nicht hingehen. Was ist für Sie wichtig dabei? Wie suchen Sie sozusagen diese Foren aus? Ich bin ein Schriftsteller. Ich lebe von der Meinungsfreiheit und ich bestimme, wo ich auftrete und wo ich nicht auftrete und nicht Herr Bagajati. Herr Bagajati sagt, ich kann nur an einer Universität das sagen, aber ja, Sie haben gesagt, Sie können das... Problematisch finde ich, das ja. Ist meine Meinung. Ja. Ich kenne, wissen Sie, diese Nazi-Keule funktioniert bei vielen Deutschen und vielen Österreichern leider immer noch, aber bei mir zieht diese Masche nicht mehr. Gut, Punkt. Herr Bagajati. Wir sind jetzt bei einem... Ich muss das Argument zu Ende bringen. Wissen Sie, es wird sehr oft alles eine moralische Erpressung von muslimischer Seite kommen. Haben Sie nicht Angst, Herr Abdussamad, dass Ihre Kritik am Islam vom rechten Rand missbraucht werden und zu Gewalt führt? Es sind die gleichen Leute wie Sie, die, wenn IS tötet, immer sagen, der Koran wurde von IS missbraucht. Wenn Gott, Allah der Allmächtige, sein eigenes Buch vor Missbrauch nicht schützen kann, wie kann ich, Sterbliche, mein normales Buch vor Missbrauch schützen? Das Argument lasse ich nicht. Ich bring den Gedanken zu Ihnen. Ja. Hören Sie zu. Mir ist nie bekannt, dass irgendjemand mein Buch zitiert hatte und einen Menschen dabei enthauptet. So. Das geschieht jeden Tag mit dem Koran. Und Sie kommen hierher und meinen, mein Buch ist das Problem? Nein. Kommen Sie. Nein. Herr Bagajati, aber da war etwas Spannendes dabei. Wie schaut es aus mit der Meinungsfreiheit? Genau. Deswegen habe ich nicht gesagt, bitte, Hamid, ich habe nicht gesagt, du darfst da oder hier nicht auftreten. Das habe ich nicht gesagt. Das ist deine absolute Freiheit. Mach, was immer du willst. Ich habe gesagt, in politischem Diskurs und in einer Zeit, wo
Diskriminierung gegen Minderheiten, insbesondere auch was Islamfeindlichkeit betrifft, durchaus vorhanden ist. Wir sind in dieser schönen Stadt, wo wir auch eine Verurteilung einmal gehabt haben von der Frau Susanne Winter 2007, als sie den Prophet beschimpft hat in einer Wahlveranstaltung. Wenn politische Debatten da stattfinden, von einer Richtung, die ausdrücklich und klar islamfeindlich ich möchte nur sagen, und das ist ein Diskurs und weder ein Befehl noch ein Verbot, sondern wenn eine politically incorrect, das ist eine rassistische, schreckliche, islamfeindliche Seite, mich loben würde, würde ich mich nur fragen, was kann da falsch sein, was ich gemacht habe. Es ist keine Keule, nur ganz kurz, dass ich... Herr Bagger, entschuldigen Sie bitte. Ich muss etwas sagen jetzt. Glauben Sie, dass ich Angst haben sollte vor Menschen, die mich lieben? Wissen Sie, warum ich über 12 Polizisten hier im Raum habe? Weil Ihre Glaubensbrüder mich umbringen wollen. Und Sie kommen Sie mit dem Ding da. Herr Bagashati? Schauen Sie, ich habe es... Das letzte Problem. Ich habe es mehrmals vor laufender Kamera und ich wiederhole es. Ich verurteile nicht nur irgendwelche Tötungs- oder Drohungen. Ich verurteile jede aggressive Handlung gegen Ihre Person. In dieser Richtung stehe ich und da bin ich bei Meinungsfreiheit. Voll und uneingeschränkt hinter Meinungsfreiheit in Europa. Und das ist auch zu verlangen für die islamische Welt, die für sehr lange Zeit unter Diktaturen gelebt hat. Die wenigsten waren islamisch, mit Islam begründet. Viele andere waren auch säkular. Diktaturen, Meinungsunterdrückung, Unterdrückung von Menschen, Tötungsmechanismen sind ohne Wenn und Aber zu verurteilen. Daher habe ich keine Angst und umgekehrt sage ich jedem Muslim, der einen Drohbrief oder auch immer gegen eine Person schreibt, dass er mit diesem Tat den Prophet Muhammad aufs Schlimmste beleidigt. Warum? Und an den Koran nicht richtig glauben kann. Der Koran sagte, Inna kafaynaka al-mustahzi'in. Wir haben dich von den Leuten, die dich lächerlich machen wollen, geschützt. Wir haben A'rid anil jahilin. Geh weg von den Unwissenden und mach deinen Weg weiter. Das heißt, jemand, der an Koran wirklich glaubt, kann keinen Drohbrief schreiben und kann niemanden auch drohen. Und jemand, der die Biografie des Propheten genau liest und die frühislamische Literatur, die anerkannt ist, die in vielen Moscheen auch in Österreich unterrichtet werden, liest, dass der Prophet auch seine Kritiker töten ließ, nur weil sie ihn durch Gedichte kritisiert haben. Und da beginnt mein Problem mit Ihnen, Herr Bagashati. Sie drehen sich immer in diesem Kreis, den Islam einen Persilschein zu erstellen. Von allen Schuld frei zu sprechen. Der Islam ist perfekt, das Problem ist nicht der Islam an sich. Das Problem des Islam ist kein Imageproblem. Beschäftigen Sie sich nicht so sehr, was Nicht-Muslime über den Islam sagen. Der Islam hat ein Problem mit sich selbst. Der Islam trägt seine Krankheit in seinem Herzen. Das Problem des Islam sind seine Haltung zu den eigenen Texten, dass er sie nicht relativieren kann. Und sie unterstützen die Fundamentalisten, indem sie auf dieser Unantastbarkeit des Koran, solange wir davon ausgehen, dass alles von Gott wörtlich offenbart wurde und verändert war, dann können wir diese Texte nicht historisch kritisch betrachten. Herr Abdel Samad, wer sind Sie, um Gottes Wort
für uns im 21. Jahrhundert zu erklären, Gott hat schon gesprochen und da beginnt das Problem. Herr Abdel Samad, ich möchte Sie da noch etwas fragen, und zwar das, was Sie in Ihrem Buch geschrieben haben. Und zwar in einem Kapitel erzählen Sie, als damals, wie Sie nach Deutschland gekommen sind, da einen katholischen Theologiestudenten getroffen haben, der ihm sozusagen einen Witz gemacht hat über seine eigene Religion. Und Sie waren damals völlig empört. Und Sie erzählen dann weiter, dass sozusagen je länger Sie in Deutschland waren, desto eher haben Sie das verstanden, desto sozusagen Sie haben sich eingewöhnt, die Mentalität kennengelernt, verstanden, wie die Gesellschaft tickt und wie das zu interpretieren ist, was denn dieser junge Theologiestudent da gesagt hat über seine eigene Religion. Jetzt frage ich Sie, wäre es gut oder inwiefern müssen wir auch den Muslimen zugestehen, dass sie dann in gewissen Bereichen, bei weitem nicht in allen, aber in manchen Bereichen Zeit brauchen, um Dinge begreifen zu können, weil eben die Kulturen so anders sind, weil die Welten so anders sind. Und Sie haben ja sozusagen in Ihrem Buch geschrieben, wie Ihnen das selbst gegangen ist. Wenn wir davon ausgehen, dass Muslime Teil von Deutschland oder von Österreich sind, dann behandeln wir Muslime, wie wir alle Österreicher behandeln. Dann behandeln wir auch die heiligen Figuren der Muslime, wie wir die heiligen Figuren aller Religionen behandeln. Das heißt, wenn es in Österreich erlaubt ist, einen Film wie Das Leben des Brian zu zeigen, dann muss es auch erlaubt sein, einen Film über Mohammed zu machen, ohne dass die ganze Welt sich aufregt. Wenn es erlaubt ist... Ich bin für Gleichberechtigung, und Leute, die meine Bücher genauer lesen und nicht aus ideologischen Schranken lesen, wissen ganz genau, dass ich unterscheide und dass ich eher auf die Seite der Muslime bin. Und wenn Sie ein Buch auf Arabisch gerade veröffentlicht haben, ich habe auch die Inhalte, ich habe auch alle meine Bücher vorher auf Arabisch veröffentlicht und die Inhalte dieses Buches, weil kein Verlag es wagen konnte, natürlich auf Arabisch zu bringen, habe ich auf YouTube gestellt. Es haben 1,6 Millionen Araber das gesehen, innerhalb von wenigen Wochen. Das können Sie nachschauen auf YouTube. Und diese Diskussion ist in der arabischen Welt in vollem Gange, weil die arabische Welt die Spuren der Misere vor der Haustür sieht. Während die Muslime in Europa sich immer noch in diesem Elfenbeinturm beharren und immer das Bild des Islam aufpolieren. Jeder muslimische Intellektuelle oder arabische Intellektuelle würde heute in Ägypten oder in Syrien lachen, wenn man sagt, IS habe mit dem Islam nichts zu tun. Aber hier sagen es so viele und meinen damit, sie tun etwas Gutes für ihre Religion. Man tut etwas Gutes für seine Religion, wenn man ehrlich damit ist. Wenn man dieser Religion von der Last der Politik, von der Last der Gesetzgebung, von der Last der Indoktrinierung und der Bevormundung befreit. Wenn man aber all diese Fesseln beibehält, dann gibt es keine Reform. Eine kurze Nachfrage noch dazu. Es gibt auch sozusagen zum Beispiel in katholischen oder evangelischen Kreisen Menschen, die sich verletzt fühlen, wenn man über ihre Religion Scherze macht. Also das heißt, das ist ein Phänomen, das man in allen Religionen findet, hier in Mitteleuropa, sage ich jetzt einmal. Wo sind denn für Sie die Grenzen? Also wie weit darf denn dieser, also sozusagen etwas gehen und ab wann muss man dieses Verletzen von religiösen Gefühlen ernst nehmen? Gefühle sind keine Kategorie, die man erfassen kann. Man kann in Tränen ausbrechen über die alles Mögliche. Und ich kann nicht irgendwie immer hervorsehen, ich muss da aufpassen. Gerade Künstler und Autoren sollten sich von diesem Gedanken befreien, was könnte diese Gruppe verletzen. Wenn ich jetzt zu McDonald's gehe, da können auch die Hindus traurig sein, weil ich ihre Kühe esse. Es gibt keine Grenzen dafür. Die Grenzen kann der Gläubige für sich, genauso wie die Österreicher und die Deutschen und die Christen gelernt haben. Wenn Sie eine Satire über Jesus sehen, dann sagen Sie, das ist nicht mein Jesus. Ich habe meinen Jesus in meinem Herzen und das war's. Aber wenn... Und das ist ein Modell, das ich auch vorschlage, dass Muslime langsam lernen, und das haben viele gelernt, das muss man auch dazu sagen, dass sie nicht gleich ausflippen, wenn der Prophet nackt gezeichnet wird oder in einem Film gezeigt wird. Sie haben gerade hier diese Karikatur von Charlie Hebdo. Wir dürfen nicht über verletzte Gefühle sprechen,
und dabei vergessen, was diese Religion angerichtet hat. Haben Jesiden keine Gefühle? Haben die Familien von den Redakteuren von Charlie Hebdo, Redakteuren und Zeichner in Paris keine Gefühle? Das sind Menschen, die gestorben sind, weil sie einen Mann gezeichnet haben, der vor 1400 Jahren gestorben ist. Das ist das eigentliche Skandal. Nicht, dass sie gezeichnet haben, sondern dass sie ihr Leben dafür lassen mussten. Ja. Bitte, meine liebe Freundinnen und Freunde und sehr verehrte Gäste und Geschwister, das ist ein Problem, wenn jemand jetzt erzählt, als ob in der arabischen, islamischen Welt nie Witze gegeben hat über die Religionen. Es gibt, gehen Sie nach Ägypten, Syrien, Palästina, woanders, gibt es in Hülle und Fülle Witze über die Religion. Erzählen Sie uns ein. Erzählen Sie uns einen Witz über Mohammed. Jetzt haben wir eine Weltpremiere, einen Witz über den Propheten von einem Gläubigen gemacht. Also nicht die, schauen Sie, ich bin kein Satiriker, aber wenn Sie unbedingt wollen, kann ich auch kurz was erzählen. Soll ich einen Witz erzählen? Ja, gerne. Also nicht sogar über den Propheten, sondern sogar über Gott. Astaghfirullah. Also wir sagen, verzeihen Gott, dass ich das erzähle. Folgendes. Einmal hat es gegeben, dass jemand behauptet hat, er wäre der Prophet. Und sagt, ich bin Nabiullah, ich bin der Prophet, der neue Prophet. Und sofort sind alle Qudat, also die Kadis und so, zusammengesetzt und sagen, das gibt's doch nicht, das müssen wir umbringen, diesen Mensch. Todesurteil. Und dann, dass er behauptet, ein neues Prophetentum zu bekommen. Sie gehen zu dem Kalif und sagen sie, Kalif, gibt's keine Diskussion, töten. Er sagt, bitte, lasst ihr mich kurz in Ruhe und holt ihn her. Ich will es mal sehen und mit ihm diskutieren. Bringt ihr ihn her. Dann kommt er her und sagt, bitte, alle sollen verschwinden und nachher, er hat nicht gesagt, dieser Mann hat gemeint, ich bin Gott, nicht der Prophet. Ich bin Gott, nicht viel schlimmer. Göttlichkeit hat er für sich beansprucht. Und dann kommt er und sagt, mein Sohn, letztes Jahr hat jemand behauptet, er wäre der Prophet und hat Todesurteil bekommen. Und jetzt verlagst du zu sagen, ich bin der Gott, was willst du, dass wir mit dir machen? Er sagt, Kalif, das letzte Mal habt ihr recht gehandelt, weil dieser Mann war nicht von mir gesandt. Und diese Dinge sogar über die Problematik zwischen Sunniten und Schiiten gibt es auch viele Witze, wo auch gesellschaftlich erzählt und immer wieder gesagt werden. Das heißt bitte, diese überhebliche Bedienung. Bei Muslime gibt es keine Witze. In Orient kennt man keinen Humor. Im Gegenteil. Genau, Muslime sind sehr humorvoll, es sei denn, es geht um den Propheten. Der zweite Punkt ist wichtig. Wenn wir sagen, Meinungsfreiheit. Ich kenne den höchst intellektuellen Philosoph namens Sadiq Jalal al-Azam, kennt ihn auch Herr Abdus-Samad und glaube, er lebt sogar in Berlin. Einer der anerkanntesten arabischen Atheisten. Er ist Freund von meinen Eltern. Er hat in den 60er, 70er Jahren ein Buch geschrieben, Naqd al-Fikr al-Dini, Kritik an religiösen Gedanken. Er hat den Islam zerrissen. Ein wenig Christentum und auch Judentum. Dieser Mann hat durchgehend in der Universität Damaskus unterrichtet. Jeden Tag ist er gegangen zum Kaffeehaus und hat er sein Kaffee getrunken. Weil Syrien damals säkular war. Bis jetzt, auch jetzt trifft er sehr viele, wie Sie meinen, vielleicht islamistische Richtungen und sitzt neben ihnen. Das heißt, sozusagen, dass Muslime automatisch
nichts von Meinungsfreiheit kennen, ist ein Problem. Die Meinungsfreiheit und Charlie Hebdo. Wissen Sie, sogar Charlie Hebdo ist mehr differenzierter, tut es mir leid, als Hamid Abdus-Samad in einigen Punkten. Zum Beispiel, hier diese Karikatur. Können Sie beschreiben, dass das auch ist, sozusagen das die ist, das die ist das eine, wo... Genau, danke. Das ist das, was Charlie Hebdo nach dem Attentat gemacht hat und gegeben hat. Und da steht, der Prophet sagt, ich verzeihe euch. Das ist höchst differenzierend und finde ich eine sehr gute Aussage. Die das Gaskos, war ironisch gemeint. Nochmal, ja, macht nichts. Bitte noch eine, bitte, Hamid, noch eine. Das zum Beispiel, ein Terrorist von IS will jemanden mit Bart umbringen und sagt ihm, ich bringe dich um, Mohammed ist zurückgekommen, also ist zurückgekommen, um dich zu töten. Der Mann sagte, ich bin aber der Prophet, du Idiot. Und er sagt ihm, halt den Mund, du Kafir, also du Ungläubiger. Das hieße, ja, auch Charlie Hebdo, wir haben da die Liste, die ich zeigen wollte, wie sie diesen IS-Chef, der Terrorist Baghdadi gezeigt haben, habe ich null Problem damit. Das heißt, ja, auch Charlie Hebdo Anschlag und Attacke gegen Charlie Hebdo haben wir als muslimische Österreicher und sehr viele Muslime in dieser Welt aus dem Mainstream, nicht aus einer Überliberale oder irgendwo vom Stern gekommen, sondern von inner muslimischen Richtung. Wir haben das nicht als Anschlag gegen Meinungsfreiheit gesehen, sondern auch ein Anschlag gegen muslimische Existenz in Europa. Und aufs Schärfste verurteilt tue ich auch heute, ganz klar und eindeutig trete ich für eine absolute Meinungsfreiheit. Was wir brauchen, allerdings gibt es schon in Österreich die Gesetze. Muslime brauchen wir nichts anderes. Es gibt schon, es ist nicht so, dass wir in einem rechtsfreien Raum uns befinden. Es gibt den Paragraph 283 gegen Volksverhetzung und gegen Verhetzung allgemein. Und das kann, wenn es sein muss, wie damals in Graz, angewandt werden. Es gibt den Paragraph 188 und zwar Herabwürdigung der religiösen Lehren. Und hier bin ich dafür, als österreichischer Bürger habe ich mit diesen Gesetzen, mit diesen Paragraphen, rufe ich nicht auf, die immer zu verwenden. Wir haben in Österreich mit diesen Paragraphen ein einziges Mal den Gerd Wilders angezeigt. Nicht mal Susanne Winter damals wurde von Muslimen angezeigt. Erklären wir kurz, der Gerd Wilders. Gerd Wilders ist ein rechtspopulistischer und islamfeindlicher Politiker in Holland. Das heißt, es war nicht einmal auch eine Anzeige, sondern eine Sachverhaltsdarstellung. Bitte, Staatsanwaltschaft, schau an, ob das laut diesem Paragraph strafbare Handlung ist. Diese Paragraphe sind da, Muslime brauchen nicht extra Wurst. Es gibt Meinungsfreiheit sowohl für die Kritiker als auch für Leute, die auch entgegenwirken, was ich mich heute sehr bedanken für diese Einladung, dass wir hier unsere Position auch bringen und zu einem Austausch sorgen und eine Informationsquelle den Menschen auch anbieten. Wobei gleich empfehle ich sehr viele andere Rezensionen und auch andere Biografie des Propheten, weil das war keine richtige Biografie. Zum Beispiel, wenn Sie lesen die Biografie von Tilman Nagel ist alles andere als einen jetzt Islamfreund oder muslimische Freundschaft und so weiter. Da hat er ein 1000-seitigen Buch. Bitte nehmen Sie es. Lesen Sie es, Sie werden die verschiedensten Seiten lesen. Bei dir, Hamid, das Problem ist, mein Problem, ist, dass dein Buch ein Worst of. Du hast alles genommen, was es gibt, alles, was aus deiner Sicht und aus heutiger Sicht negativ erscheint, zusammengesammelt in einem Buch und das ist von Meinungsfreiheit in Ordnung,
wissenschaftlich, literarisch, intellektuell eine Verfehlung. Danke. Herr, ich wollte gerade sagen, ich blicke auf die Uhr, die Zeit ist schon vorangeschritten. Wir haben Folgendes ausgemacht, und zwar, ich bitte jetzt noch beide Herren um ein Schlusswort. Und dann wollen wir Ihnen nämlich die Möglichkeit geben, mit dem Auto selber sozusagen zu reden. Wie wir gesagt haben, da vorne gibt es einen Büchertisch, Sie können dann die Bücher auch signieren lassen. Ich beginne wieder mit Ihnen. Das Schlusswort werde ich dann machen, dann ich bin der Autor. Gut, Herr Bagashati. Differenzieren und noch einmal differenzieren. Es ist sehr wichtig, in diesem Diskurs nicht eine Meinung zu hören, eine von Hamd Abdussamad oder eine von Herrn Bagashati, sondern hören Sie sich alles an, nehmen Sie auf Sie zu, auch andere Biografien zu nehmen. Ich kann Ihnen auch empfehlen, die Biografie von Maulana Wahiduddin Khan, ein indischer Intellektueller, Prophet of Peace, Muhammad, der Gesandte des Friedens. Und es gibt viele andere Biografien. Wünsche ich mir, dass hier eine große Differenzierung aufgebaut wird. Gleichzeitig bitte nehmen Sie von keinem Autor nicht einen Angriff gegen Hamid heute. Alles, was er sagt, ausgegeben. Forschen Sie weiter, schauen Sie das an, und sehr viele fangen an, und ich habe viele Leute kennengelernt, fangen an, den Islam kennenzulernen durch diese Bücher, weil diese Bücher geben ihnen diesen Appetit, um wirklich weiter anzuschauen, mit Muslimen in Kontakt zu kommen. Wir sind da, falls sie etwas brauchen, und wir wünschen, dass hier wir nicht nur Dialog betreiben, sondern Kooperation, nicht nur nebeneinander leben, sondern miteinander und füreinander, und einen wunderschönen Abend. Dann nehme ich auch gerne einen Satz auf und baue darauf. Nehmen Sie nicht alles, was ich im Buch geschrieben habe, für bare Münze, und forschen Sie weiter. Das ist das Positive an meinem Buch. Es ist nicht der Koran. Man kann kritisieren, man kann kritisieren, man kann darauf weiterhin, lesen Sie das Buch, lesen Sie den Koran nebenbei, wenn Sie viel Geduld mit aufbringen können, und vergleichen Sie das, was Sie sehen, mit der Geschichte, die Sie kennen. Sie können auch Geschichtsbücher auch noch dazu lesen. Und das Wichtigste für mich am Ende ist zu sagen, immer zwischen Ideologie und Menschen unterscheiden. Nicht jeder Moslem ist automatisch ein Koran auf zwei Beinen. Auch nicht jeder gläubige Moslem ist automatisch anfällig für Gewalt. Auch viele gläubige Muslime haben es längst gelernt, die politisch-juristische Seite ihrer Religion zu neutralisieren, zu Hause zu lassen und in der Gesellschaft nur mit der spirituellen, sozialen Seite. Vielleicht kann man sogar von dieser spirituellen und sozialen Seite auch etwas abgewinnen. Und das schreibe ich auch in meinen Büchern, Herr Bagashati. Lesen Sie alle meine Bücher nochmal. Sie werden Auf jeden Fall, nichts ist unantastbar außer die Würde des Menschen. Punkt. So, meine Damen und Herren, zuerst ein Hinweis, das Buch,
das, über das wir jetzt unter anderem gesprochen haben, nämlich Mohammed, eine Abrechnung von Herrn Abdel Samad, das ist hier erhältlich. Ich habe auch gesehen, seine Autobiografie liegt da und weitere Bücher, die er im Laufe der letzten Jahre eben geschrieben hat, die sich alle um das Thema Islam drehen. So, mir bleibt jetzt eine schöne Aufgabe, und zwar mich bei Ihnen zu bedanken. Danke, dass Sie so lange ausgehalten haben. Ich denke, wir haben da spannende Dinge erfahren. Ich bedanke mich auch bei allen Lesern bzw. Usern, die wir Livestream unsere Diskussion mitverfolgt haben. Ich denke, es war auch für Sie sehens- und hörenswert, was denn da heute diskutiert worden ist. Und last but not least möchte ich mich natürlich bei unseren beiden Diskutanten bedanken. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben, hierher nach Graz zu kommen, uns Ihre Thesen sozusagen zu präsentieren und dass Sie auch bereit waren, miteinander Ihre Thesen zu diskutieren. Ich danke Ihnen herzlich. Und jetzt in einer Sekunde, sehr geehrte Damen und Herren, können Sie natürlich die Möglichkeit, ein signiertes Exemplar von Herrn Abdel Samad zu erwerben.